Unserem Team ist es gelungen, eine in der Grundlagenwissenschaft entdeckte neuartige Substanzklasse in die industrielle Anwendung zu überführen und diese neuen Verbindungen dort als Leuchtstoffe bei Leuchtdioden zu nutzen und damit ganz hervorragende Beleuchtungseigenschaften zu realisieren. Der innovative Aspekt unseres Projektes besteht darin, dass wir Nitride, also Verbindungen, die unter anderem aus Stickstoff aufgebaut sind, synthetisiert haben und diese als Leuchtstoffe für LED-Anwendungen genutzt haben. Stickstoff hat zwei Funktionen. Zum einen erhöht es die Stabilität und Robustheit der entstehenden Materialien, zum anderen verbessert es die Licht- und Beleuchtungseigenschaften der so fabrizierten Leuchtdioden. Das Wesentliche ist ein revolutionärer Schritt, weil erstmals eine ganze Substanzklasse, nämlich Nitride, genutzt wurden, wo vorher nur Oxide oder Sulfide oder Halogenide eingesetzt wurden. Solche Nitride standen vorher synthetisch gar nicht zur Verfügung. Durch unsere Arbeiten sind sie erschlossen worden. Und es ist weiterhin revolutionär, weil dadurch die Voraussetzungen geliefert wurden, dass Leuchtdioden auch für den allgemeinen Beleuchtungsmarkt eingesetzt werden können. Ich glaube, es sind zwei Aspekte. Zum einen, Sie haben bei diesen Experimenten, wenn Sie neue Leuchtstoffe synthetisieren, unmittelbar eine Rückkopplung aus der Farbe der Verbindung, die übrigens auch sehr schön ist. Das Zweite ist, dass diese Phosphore wirklich für Beleuchtungsanwendungen und Signalanwendungen eingesetzt werden können, also auch das visuelle Geschehen auf dieser Welt beeinflussen, was einfach eine unglaubliche Wichtigkeit hat und im Alltag jeden dauernd berührt. Der Markt für effiziente LED-Beleuchtung ist extrem groß, hat prognostiziert Wachstumsraten von 5 bis 7% pro Jahr. Wir hatten letztes Jahr bereits 1,8 Milliarden € mit LED-Produkten umgesetzt. Nun, wir benutzen ca. 20% der weltweit erzeugten Elektrizität alleine zur Lichterzeugung. Wir denken, dass wir durch den Einsatz von moderner LED-Technologie den gesamtweltweiten Stromverbrauch um 16% verringern können. Zum einen durch LED-Beleuchtung an sich und zum anderen durch effektive Steuerung der Beleuchtung. Auf Deutschland übertragen entspricht dies einer Strommenge von ungefähr 100 Terawattstunden pro Jahr, was wiederum der Gesamterzeugung aller Atomkraftwerke in Deutschland in 2012 entspricht.